Hallihallo, ja, ich bin auf Weihnachtstour. Diesmal mit der Abschlussstadt Essen. Was ihr jetzt hier seht, ist eine Riesenbaustelle. Normalerweise war hier sozusagen der Weihnachtsmarkt, also der Beginn des Weihnachtsmarktes. Was jetzt momentan ist, eigentlich ein Riesenumbau des ehemaligen Kaufhof. Und da seht ihr ja nur noch Zäune und ein Autokran. Aber der Weihnachtsmarkt geht ja weiter. Der ist ja nicht nur hier gebunden gewesen, sondern er ging im Grunde einmal um die Kurve und dann geradeaus runter. Wir gehen erstmal zum ersten Standpunkt. So, nun sind wir hier am ersten Platz vom Weihnachtsmarkt, am Handelshof. Aber viel kann ich dazu nicht sagen. Es ist eigentlich eher so ein Ort mit reinem Speisebuden. Glühwein, Müllers Glühwein habt ihr hier. Und wenn ihr dann die Kettwiger Straße runterkommt, kommt ihr dann halt an Flammlachs. Ich habe eigentlich noch nie Flammlachs gegessen, ist auch nicht gerade billig hier. Weil ja, Lachs generell teuer ist halt, ne? Die Brötchen 8 Euro bis 18 Euro. Also wenn man mit einer Familie mal einkaufen geht, ist man schon viel Geld los für mal einmal ein Brötchen. Dann kommt ihr hier Mandelbrennerei. Da haben wir zwei Stände. Die gehören zusammen. Und dann haben wir hier einen Backfischladen, Kibbling. Bei Kibbling gibt es so eine kleine Umweltgeschichte, wo ich eigentlich immer sage, wenn ihr sowas isst, denkt dran, die Zucht dieser Fische ist nicht gerade umweltfreundlich. Ja, da haben hier Krebs, was ihr dann hier auch euch holen könnt. Oder hier Körnerkissen, Dinkel, Rapssamen, Kirschkern. Könnt ihr euch alles dort hier erwerben. Gut, was haben wir noch? Forellenland und Aalorcherei. Schon lange her, dass ich da Aal gegessen habe. Aus meinem Bekanntenkreis oben im Norden gab es dann ein Aalorcherei. Aber die sind auch momentan nicht mehr existent. Jo. Sonst bin ich eher so der Krabbenfreund. Und wenn ich da mal in Büsum in Urlaub war, gab es mindestens einmal am Tag ein Krabbenbrötchen da, dort, die sie noch günstig sind, als wenn ihr das aus dem Supermarkt euch kauft. Wenn man jetzt irgendwie so ein Krabbenbrötchen damals für 5,50 Euro bezahlt hat, hat man zum Beispiel, wenn man jetzt oben in Schleswig-Holstein an der Nordseeküste war, dann ist man eben aber 8 Euro los geworden. Also die Preise waren da schon unterschiedlich. Gut, zurück zum Weihnachtsmarkt. Jetzt kommen wir schon an den zentralen Ständen. Es gibt hier zwei Plätze. Einmal hier die Straße runter, Kettwiger Straße. Wenn ich Glück habe, sind wir auch wieder noch am Mittelaltermarkt. Oh, schauen wir uns mal dieses Rentier an. Jo. Das nennt man Lichterkunst. Sowas müsste man sich in den Garten stellen. Naja. Gut, gehen wir mal die Kettwicher Straße runter. Was haben wir hier? Duftlichter, Duftkerzen, Duftholz, Räucherstäbchen. Und ja, Kinderspielzeug, Puppen, also hier Stofftiere. Und es regnet und regnet. Gut, dass ich einen Schirm bei mir habe. Wo ich in Bremen oben war, war es noch saukalt gewesen. Aber jetzt, was haben wir hier? Lederwaren. Brieftaschen.
Popcorn. Ich glaube, der Begriff Popcorn ist wohl jetzt viel im Internet im Umlauf. Kinderspielzeug, also besser ein paar Kinder. Karussell. Dann haben wir hier noch einen Wintergarten, aber schön geschmückt. Mir gefällt diese Goldbehänge oder Warnton. Rosmarie und der Wintergarten. Ja. Holländische Pommes. Hm. Oh, ein Wal. Ein LED-Wal. Und unser Riesenrad. Das Riesenrad ist jetzt, glaube ich, über Weihnachten, aber sonst hat Essen auch schon mal im Jahr längere Zeit ein Riesenrad hier stehen. Dann haben wir wieder unser Glühweinstand. Jo. Dann kommen wir hier dann schon mal für den nächsten Stand. Spanische Churros, also Mandeln, also wieder auch was für die Zähne. Backfisch und Wurst. Also es ist hier ein Gourmet-Gang. Crepes für Kinder mit Nutella. Dann haben wir hier, naja, Kerzen und Windlichter, was wir auch an anderen Orten kennen, auch Schneekugeln haben sie hier. Eigentlich kann man sagen, naja, sind die Weihnachtsmärkte eigentlich sehr ähnlich. Dann haben wir hier den Quergang. Den Hauptplatz besuchen wir nachher. Wir gehen erstmal hier die Quergänge ab. Oh Glühwein, wie voll sind deine Gläser? Ist der Hauptplatz, den werden wir als letztes besuchen. Von da aus ich das Video wahrscheinlich beende. Es sei, da ist noch was Neues. Ein Teddybär. Ein hübscher LED-Teddybär. Ja, und lauter Geschenke am Baum. Auch nicht schlecht, so eine Beleuchtung. Eine offene Feuerstelle. Feuerhaus. Ich glaube, da würde eine gewisse Partei schreien wegen CO2. Quergang sind wir durch. Wie findet ihr eigentlich diese Beleuchtung hier oben? Diese Kometen. Mit den Sternen hinten dran. Das sieht aus wie Feuerwerk. Ja. Wie lange werden wir noch Weihnachtslieder hören können oder dürfen? Das ist auch eine Frage, die ich mir öfter stelle.
gab mal irgendwie aus Brüssel so eine Idee, Weihnachten abzuschaffen. Naja, also wenn man die Geburt Christi betrachtet, ob die am 24. war, halte ich für zu. Also ich zweifle dran, weil es gibt so eine Aussage in Israel, dass damals die Tiere zu einer bestimmten Zeit eingestallt worden sind, wenn dort das Wetter sehr schlecht wurde. Und das war meistens zwischen September und Oktober. Und laut der biblischen Prophezeiung heißt es ja, dass in der Krippe die Tiere umstanden. Also an der Krippe standen die Tiere herum. Gut, hier haben wir Spießbraten, Weihnachtsbaum wieder. Und ja, die Kugel, die Leuchtkugel. Ihr seht hier. Gut. Jetzt geht das zur Gerathausgalerie Essen, aber da gehe ich jetzt nicht rein, weil das ist wieder so ein Thema für sich. Guck mal, was haben wir hier im Quergang? Socken, Halstücher, auch wieder Socken. Socken, alles was man braucht. Natürlich wieder Schnaps. Krebses. Nagelscheren, also alles was fürs Küchenbedarf ist und Brieftaschen. Leider keine vollen. Rathausgalerie haben wir auch einen in Wuppertal stehen. Allerdings hat der massiv an Qualität eingebüßt, also viel Leerstand. Dann haben sie jetzt noch vor kurzem eine Rolltreppe abgerissen, die wohl erneuert werden soll. Gut, hier haben wir ein Eichhörnchen. Gehen wir zurück. Eine Mandelbranderei. Nee, gar nicht, das ist was anderes. Das ist so eine Art, ja, Spieß. Ein Teig, das kenne ich ja noch nicht. Also auch so ein Teig mit diversen Bestrich, Vanillezucker etc. So. Wir sind auf der Kettwiger Straße, Porsche Kanzel. Gehen wir die Querstraße rauf. Oder lassen wir mal. Wir gehen in der Hellenberg wieder hoch und gehen von hier rein. Der Klopper. Was kloppen die denn da? Ach, Schnitzel, Steaks, lecker. Gut, Steaks sind immer gut. Dann haben wir wieder Popcorn und Mandeln. Jetzt kommen wir langsam schon Richtung Mittelaltermarkt. Ja, wir sind im Mittelaltermarkt gelandet. Jetzt haben wir hier Bücher. Ja, Bonbons. Pastillen. Naja, und so ist sehr stark was für die Nase. Geruchsvoll. Oder mittelalterliche Kleidung. Na, was haltet ihr davon? Ihr könnt euch mittelalterliche Kleidung zulegen. Brieftaschen. Ja, die Damen sahen noch damals wie Damen aus. Heute muss man rätseln. Entschuldigung, nicht böse gemeint. Das ist eher ein Witz. Taverne zum Greifen. Was soll man da jetzt greifen in der Taverne? Met, aber wir trinken meistens ja Met in Tavernen. Ja, hier haben wir auch eine Taverne. Eigentlich viel weniger los als damals. Da hinten ist auch noch was. Gut. Was haben wir hier? Bauernwurst.
gut. Hier oben ist nicht mehr viel. Gehen wir mal hier vorne rein, wo die Burg uns einlädt. Ja, das würde ich auch gerne mal wissen, wie im Mittelalter Weihnachten gefeiert worden ist. Ob es Weihnachten überhaupt gehabt. Geschmückte Bäume kaum. Was haben wir hier? Seife sieht darin. Also hier könnt ihr Seife kaufen. Naturseife. Ja. Dann haben wir hier Ritterfest. Hämmer, also hier haben eine Schmiede. Ja. Hufeisen. Dann hätte ich gerne zwei Hufeisen für meine Schuhe. Nicht bei dem Wetter. Das war ein Scherz auch. Ich weiß. Also wenn ihr euch... Also, wir passen es auch der Holden Gemahlin an. Und wenn es dann außerhalb der Küche klappert, dann wisst ihr, dass die Herdanziehungskraft versagt hat. Ja, klar. Und dann müsst ihr eine neue Küche sponsern. Ja, aber das mit den Küchen ist so ein Problem, ne? Wenn einer sagt, ich mach mal die Maschine an, dann sage ich, du gehst wieder fremd oder was, wenn du die Maschine anmachst. Oder lass mal die Waschmaschine laufen. Vergiss aber bitte nicht, die Leine zu nehmen. Ja, ja, Lederbeutel. So, ich habe noch ein nettes Gespräch geführt, weil ich mich gewundert habe, warum so wenig Stände sind. Naja, genauso wie ich es vermutet habe. Naja, so viele Stände haben wohl die 10-19-Krise nicht überlebt. Und dann gibt es ja auch noch verschärfte Auflagen. Also hier haben wir auch wieder einen Metstand mit alten Bechern aus Holz. Aber ich denke mal, das ist hier nur. Und die Leute trinken aus Glas. Ja. Dann haben wir hier einen Stand. Also Schilde und Holzschwerter, so für die Kiddies. Dann haben wir Löffel aus Holz, Pfannenwender, Brettchen, also Pfannenwender mit Motiven. Nicht schlecht. Jetzt gehen wir hier hinten rum. Dann haben wir hier. Hier könnt ihr euch. Was haben wir? Ablassfrei Piraten, Trunk. Das ist alles hier was mit Honigweinen. Ja, Honigweine kriegt ihr hier. Met und ob es auch Rotweine gibt, schätze ich mal ja. Ja. Liköre, auf jeden Fall. Ist für Promille gesorgt. Ihr seht, der Mittelaltermarkt ist massiv geschrumpft. Traurigerweise. Dann gehen wir mal noch da oben hoch. Amaretto, Taverne. Dann haben wir hier noch einen. Auch wieder ein Stand, Feuerstelle zum Aufwärmen. Ja, gucken wir mal oben nach. Oben geht es auch noch mal weiter. Aha. Filz und Kram. Gut. Hier könnt ihr euch Biere kaufen, trinken, verschiedene Sorten. Alles schön mit Licht, also Lichtkugeln, finde ich toll. Ich meine, ob die vielfarbig sind, kann ich nicht sagen. Vermutlich sind es nur die einfarbigen Sachen. Natürlich muss auch eine Toilette hier sein, dann schließlich muss irgendwie auch wohl der Glühwein und das Bier wieder raus. Hier sehen wir auch nochmal einen Glühweinstand auf mittelalterlich zur Scheune.
Badische Bäcker Heisel. Hier kriegt ihr frische Brote aus dem Originalofen. Aus dem Holzofen. So, jetzt stehen sie alle da Spalier, keine Ahnung warum. Ja. Hier haben wir natürlich unser Karussell. Sehr bunt, sehr farbig. Gefällt mir. Jetzt kommen wir dahin, wo ich war, die Kugel. Ihr seht. Da, wo wir vorhin waren, wo ich sagte, wir wollen hochgehen zum Hauptplatz. Popcorn, Popcorn und kandierte Früchte. Kann ich momentan nicht mehr so gut essen, weil meine Zähne es nicht mehr mitmachen. Tja, mit dem Alter werden die Dinge auch schlechter. Das heißt nicht kariöser, aber man kann nicht mehr alles reinbeißen. Harte Sachen. Tee, Kaffee, Gewürze. Jetzt kommen wir auf den zentralen Platz des Weihnachtsmarktes und dort werde ich den Film nochmal aufteilen, weil ich denke mal, wenn ihr den Film mal anschaut, 60 Minuten in einem Stück ist auch nicht so gerade berauschend und als Schnittpunkt nehme ich hier diese Figur, das Reh.